anders. Heute Polo. Ein Sport für die Besserbetuchten. Aber auch eine der ältesten Mannschaftssportarten der Welt. Und eine der schnellsten. Mit bis zu 60 Stundenkilometern galoppieren die Reiter einem kleinen weißen Ball hinterher. Wer Polo spielt, muss ein sicherer Reiter sein. Wie Sean Dayes, Head Coach beim ältesten Polo-Club Englands. Ich bin im Adrenalinrausch verfallen und süchtig nach dem Sport. Aber ich genieße es auch, Einsteiger zu unterrichten. Auf dem Holzpferd erklären wir unsere Schläge. Auf der Offside, der rechten Seite, haben wir zunächst die Rückhand. Wir schmeißen den Schläger nach hinten und ziehen dann beim Hochnehmen locker nach vorne durch. Ein Spiel besteht aus vier Abschnitten, Chuckers genannt. Vier Reiter bilden ein Team. Das Ziel ist es, den Ball ins Tor zu befördern. Ein Torwart gibt es allerdings nicht. Die Pferde sind verwandt mit jenen wendigen Tieren, wie sie auch die Gauchos in der südamerikanischen Pampa reiten. Das Criollo gehört zu den zähesten Pferden überhaupt. Die anspruchslosen Arbeitstiere mit der ungewöhnlich großen Ausdauer wurden mit englischen Vollbluthengsten gekreuzt. Das Polo Argentino war geboren. Eine Rasse, die sich weltweit im Polosport durchgesetzt hat. Und noch immer kommen die meisten Polopferde aus dem Land des Rio de la Plata. Polo. Ein Sport mit einer jahrtausendealten Geschichte. Legendäre Männer wie Genghis Khan und Alexander der Große haben schon die Schläger geschwungen. In Deutschland gibt es nur wenige Polospieler, die es mit der südamerikanischen und britischen Elite aufnehmen können. Go, 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 go! Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Ja, nein, nein, nein! Es dauert noch ein bisschen, bis der Nachwuchs das Spiel so beherrscht wie Sean Dayes. Es ist ein großartiger Sport. The ultimate sport. Polo, auch genannt das Spiel der Könige, ist ein ungewöhnlicher Sport. Reiten? Mal anders.